Heute befinde ich mich hier mal auf der Brücke der Südfähre und auch wenn der Himmel hinter uns nicht ganz wolkenfrei ist heute, wird es die Band auf jeden Fall sein, denn bei mir ist Vanessa May, die mit ihrer Band Wolkenfrei heute hier auf hoher See auf der schwankenden Bühne auftritt. Vanessa, schön, dass du nochmal Zeit gefunden hast für ein kurzes Gespräch. Ich freue mich, hi. Vanessa, ihr habt ein neues Album rausgebracht, das heißt Hotel Tropicana. Was erwarten wir da? Was hören wir da heute? Also Wolkenfrei ist ja mein Projekt, mit dem ich angefangen habe, vor 10 Jahren Musik zu machen. Und genau in diesem Jahr, vor 10 Jahren, hat es eben begonnen. Und deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen einfach nochmal ein Album zum Feiern. Und weil ich es auch echt gespürt habe, einfach Schlager zu machen und die Fans sich es auch gewünscht haben. Und ich immer mache, was mein Herz mir sagt. So. Und deswegen hat es echt super viel Spaß gemacht, das Album nochmal aufzunehmen. Und jetzt haben wir in diesem Jahr ein paar Jobs unter Wolkenfrei quasi. Wenig mit Vanessa May, nur so ein paar ausgewählte Sachen. Dafür gibt es aber nächstes Jahr wieder ordentlich viel mit Vanessa May. Aber in diesem Jahr genieße ich es echt mit Wolkenfrei, das einfach aufleben zu lassen. Ja. Da höre ich schon raus, die Solo-Karriere von Vanessa May, die ist auf jeden Fall nicht zu Ende. Da muss man sich keine Sorgen machen. Auf keinen Fall. Ja, das ist sehr schön. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Projekte, Vanessa May und Wolkenfrei, für dich auch vielleicht emotional? Ich glaube, in voll vieler Hinsicht. Also allein musikalisch ist es was ganz anderes. Wolkenfrei ist wirklich klassischer Schlager, hat einen eigenen Sound, der auch bis heute echt unverwechselbar so geblieben ist, was ich auch im Studio gemerkt habe, dass es einfach du immer noch hören kannst. So. Und auch optisch haben wir da einfach geschaut, dass wir uns da so ein bisschen abheben von dem, was Vanessa May so ein bisschen macht. Und es macht echt Bock, so zwei Charaktere zu haben, weil beides bin ich halt. Ich habe nicht immer Lust auf sexy und ich habe auch nicht immer Lust auf das liebe Mädel von nebenan. So. Deswegen ist es schön, sich ausleben zu können mit beidem. Jetzt ist es ja heute auch eine ganz besondere Bühne, auf der du stehst. Denn einmal im Jahr wird quasi die Sylt-Fähre zur Bühne. Wie ist das für dich? Ist das eine ganz neue Erfahrung oder kennst du sowas schon? Ich kenne es tatsächlich schon. Ich war es schon, ich glaube, das dritte Mal jetzt, dass ich auf einer Fähre bin und singen darf. Und es schwankt. Aber ich bin ja zum 60. Jubiläum da, habe ich gehört. Richtig. Das ist ja so besonders. Deswegen, ja, ich freue mich natürlich, dass ich da eingeladen wurde und feiern darf mit den Leuten. Und wir werden auf jeden Fall anstoßen heute Abend und auch einen schönen Abend haben. Du bist da ja auch immer sehr nah am Publikum dann, ne? Weil es, da lässt sich ja gar nicht viel Abstand halten. Wie ist das so für dich als Künstlerin? Also für mich ist es eher so ein Back to the Roots, weil ich in unserer Heimat da mit Wolkenfrei auch auf solchen Bühnen angefangen habe, wo es einfach wirklich sehr nah ist und wo die Leute eine tiefe Decke über den Kopf haben. Und das ist für mich eher so ein Heimatsding, weil es bei uns in der Heimat auch so eine Location gibt, wo eben Wolkenfrei gestartet hat. So, deswegen ist es eigentlich so ein bisschen Heimkommen heute. Man kennt dich ja nicht nur von der Bühne, sondern auch aus verschiedenen TV-Shows. Deutschland sucht den Superstar, da warst du in der Jury. Bei Let's Dance hast du teilgenommen. Gibt es da auch neue Projekte, auf die wir uns freuen können? Oh, meine Fans wissen, wenn es still um mich ist, auf Social Media vor allem, dann wird ganz viel vorbereitet. Und ja, also es gibt wirklich viele Sachen in der Pipeline, aber outside energy is wasted energy. Deswegen schweige und hoffe einfach, dass viele Dinge umgesetzt werden können im nächsten Jahr. Die Porsche Arena 2024 in Stuttgart ist so das große Highlight, auf das ich hinfiebe. Das ist am 4.5. im nächsten Jahr, 2 Tage nach meinem Geburtstag. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Es wird wirklich ein tolles, großes Konzert bei mir in der Heimat so. Und es gibt viele, viele Projekte. Ich bin gespannt. Bevor wir dich jetzt auf die Bühne entlassen, letzte Frage. Hotel Tropicana, was unterscheidet das Album von den alten Wolkenfrei-Alben? Ich glaube gar nicht so viel und das bewusst, weil Wolkenfrei einfach so eine so ein Vibe hat, den ich wecken wollte in den Leuten. Also dieses Fernweh, dieses es gibt so 3 Säulen eigentlich bei Wolkenfrei. Es ist Fernweh, es ist Liebe und es ist so ein bisschen dieses Mutmachen und genau das haben die Leute auf dem Album. Und ich wollte einfach denen noch das geben, was sie erwarten, wenn sie oder erwartet haben, wenn sie Wolkenfrei jetzt hören. Und ja, es wird einfach wegträumen, Sorgen vergessen, Alltag vergessen. Das, was wir viel zu selten machen, tatsächlich. Wir sind gespannt, die Fans auch, die warten nämlich unten schon, deswegen wollen wir dich jetzt erstmal auf die Bühne lassen. Euch werden wir noch einen kleinen Ausschnitt des Konzertes zeigen und dir erstmal vielen Dank für das Interview. Dankeschön.